Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit etwas besserer Sprachqualität, dank, hier ist das Mikrofon, ich habe mir extra jetzt für euch noch ein Mikrofon gekauft, damit die Soundqualität dementsprechend noch etwas besser wird. Ich habe es auch schon getestet, funktioniert bis jetzt einwandfrei, ich hoffe, das bleibt auch so, ich muss nur noch gucken, wie ich das mit dem Kabel mache. Und wir kommen zum Unboxing, denn ich habe ein Paket bekommen. Das ist schon das zweite Paket. Beim ersten war halt nur ein Teil drin. Und so kann ich es ja nicht testen. Das kann ich euch gleich erzählen. Und ich würde sagen, dann drehe ich euch mal um. Und wir, achso, erstmal Adresse wegmachen. Und wir kommen zum Unboxing. So, wo haben wir denn? Das ist unten, das ist oben. Auf diesen Test freue ich mich sehr, weil das, was da drin ist, wollte ich schon immer mal testen oder mir holen und ich wusste nie, lohnt sich's oder lohnt sich's nicht, weil ich habe ja hier mein Heimnetzwerk. Ja, geht das hier auch irgendwo auf? Da. Ach, ja, mit einer Hand ist echt ein bisschen beschissen. So. Habe ich jetzt auch 3 Wochen zum Testen und dann geht es wieder zurück an AVM. So, haben wir denn da noch einen Zettel drin? Powerline Set. Gut. Weil beim ersten Mal kann ich euch auch gleich zeigen. Jetzt muss ich nur erstmal den Karton wegpacken. Da habe ich nur Powerline bekommen. Und jetzt habe ich das Set, weil nur einer bringt mir ja nichts. Deswegen habe ich jetzt nochmal das Set bekommen. Und wie gesagt, die sind beide 3 Wochen jetzt bei mir in, na, knapp 3 Wochen in Betrieb. Und dann muss ich es ja wieder zurückschicken. Wir werden aber jetzt erstmal weiter auspacken. Und das ist einfach nur dafür da, dass man sein Internet... Hoppala. Ich kriege einen Anruf. So. Dass man sein Internet praktisch über die Steckdose leiten kann. Wartet mal, Leute. Kurzen Cut. Nee, ich mach keinen Cut. Scheiße, ja. Wer anruft, der ruft doch später nochmal an. Unboxing ist ja gleich fertig. So. Und im Lieferumfang enthalten sind 2 Kabel, 2 Powerline und die Anleitung ist an sich... So. Und ich muss echt sagen, ich war mit Fritzbox bis jetzt immer zufrieden, beziehungsweise AVM. Ich benutze auch eine, ja, 2 Fritzboxen sozusagen, eine im Flur, eine im Wohnzimmer. Jetzt muss ich das mal hier hinten hinräumen, meine Katzen fressen das nämlich gerade auf. Und mein Vater hat sich hier geholt einen Repeater und der war auch sehr leicht einzustellen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hierbei auch so leicht zum Einstellen ist. Ich habe ja hier noch die Anleitung. Und ja, ich bin da mal sehr gespannt. Aber das soll soweit zum Unboxing erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wo wir uns die Hardware nochmal ganz genau ansehen werden. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.